Howdy, willkommen zum wöchentlichen Rahmen. Da wird schon direkt gelacht. Wir sind gerade auf Elternurlaub, also bei meinen Eltern sind zu Urlaub für ein paar Tage. Nichts Schlimmes, nee. Und ja, willkommen zum wöchentlichen Rahmen für heute den irgendwas, zweiter, nee, dritter. Zweiter. 2. November. Krass. Ist schon zweiter. Stimmt, wir fahren heute wieder nach Hause. Was gibt's Neues? Wir sind hier gerade mal unausgelastet. Ich werde beobachtet. Waren gestern hier in Bremen zum Freimarkt und so und war alles ganz toll und bunt und durchgeschüttelt worden und alles. Und ja, ordentlich mit Zeugs vollgestopft. Weil geht eigentlich. Aber man muss ja auf seine Figuren achten. Vielleicht. Wie dem auch sei. Was gibt's Neues auf dem Kanal? Spontan gab es da gab es drei neue Folgen. Einmal Mario Kart 8 und zweimal Burnout Paradise in glorreichen 60 FPS. Ich hoffe mal, das hat alles gut funktioniert. Ich habe es nicht kontrollieren können, weil es alles vorbereitet war. Funktioniert ja, wie viele vielleicht wissen, nicht unbedingt mit dem Firefox. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile irgendwelche Umwege gibt, dass das funktioniert, aber falls ihr da dann seid, kann das sein, dass die Videos in HD nicht laden. Gibt es aber bestimmt schon irgendwelche Sachen zu. Sommer hätte, glaube ich, auch ein Video zugemacht, wie man das umgehen kann und solche Geschichten von wegen HTML5 Player einstellen. Im Firefox kann man bei YouTube da unten in den Einstellungen oder ich glaube YouTube slash HTML5 in die Adresszeile oben und dann kann man den aktivieren, falls es sowieso nicht schon ist. Und dann boah, geht das. Dann könnt ihr auch wieder anschauen, falls ihr Firefox nutzt. Die Videos, die in tatsächlich 60 FPS hochgeladen wurden. Ansonsten, genau, könnt ihr euch die Videos gerne anschauen. Findet ihr alles auf dem Kanal. Auf der Startseite ist das alles. Da gibt es eine Kategorie für Spontrahmen, eine Playlist. Ansonsten, was gab's Neues? Das höre ich doch nicht. Das ist doch Warum dein nicht? Kanal. Ja, ich weiß. Die letzten Tage kam wahrscheinlich alles recht regelmäßig, weil ich alles vorbereitet habe. Das Erstaunlich. sollte ich öfter mal machen. Ja, Sims 4 wurde eine Hochzeit ziemlich vergeigt. Da gab es weder Kuchen noch Getränke. Aber die Gäste waren im ganzen Park verteilt. Ansonsten Minecraft, was habe ich da gemacht? Genau, Höhlenerkundung. Ich habe gecheatet und eine Höhle gefunden, also eine Schlucht und dann noch ein riesiges Höhlensystem. Sieht Hast du sehr cool aus. gecheatet? Ich habe da mal den Game Mode 3 reingehauen und damit kann man No Clipping und dann bin ich mal unter die Erde, unter den Berg geflogen. Da kann man diese riesigen Höhlen sehen, die wir ganz am Anfang mal erkundet haben. So 200 Folgen lang. Das sah lustig aus. Vor allem, man konnte überall die Fackeln sehen und es sah ziemlich, ziemlich viel aus. Ansonsten, Book of Unwritten Tales 2 ist ja gerade mal pausiert. Müsste jetzt Anfang der Woche wahrscheinlich das nächste Update kommen, das nächste Kapitel. Ja, das sind so die aktuellen laufenden Projekte. Portal 2 Koop haben wir immer noch nicht geschafft. Wir hatten diese Woche schon versucht oder einen Termin abgemacht, dass wir es aufnehmen wollten, hab ich vergeigt. Davor die Woche hat Basti das vergeigt. Also im Prinzip wäre es möglich, dass sowas wieder stattfindet. Aber hat zeitlich irgendwie nicht gepasst bei uns beiden und deswegen ist es so. Bastion haben wir durchgespielt im Livestream. Donnerstag war leider keiner, weil ich noch Videos vorbereitet habe für die Fahrt jetzt. Ich werde aber am Montag 19 Uhr auf twitch.tv/Rahmschnitzel dann mit Warcraft 3 The Frozen Throne tatsächlich anfangen oder weitermachen. Beziehungsweise ja, nochmal neu anfangen. Wir hatten ja, glaube ich, die erste oder zweite Mission schon mal gemacht. Machen wir nochmal neu. Und die Kampagne dann von dem Add-on nochmal durch. Über 1, 2, 3 Streams, je nachdem, wie lange das dauert. Und Donnerstag ist wieder kein Livestream, weil wir da nicht da sind. Weil da gefeiert wird. Von Studio 71, da, dass die neue Studio aufgebaut haben und sowas. Da sind wir in Berlin. Ja, Sie und ich fangen wahrscheinlich, hoffentlich, gegen Ende der Woche mit einem tatsächlich gemeinsamen Let's Play an. Ja, nicht nur Livestreams und so. War ja schon mal zu Gast bei Minecraft. Irgendwann mal, vor 50 Folgen. Ups. Und wir wollen, was wollen wir machen? Lego Herr der Ringe war das, ne? Ist es richtig? Wir können auch was anderes machen, aber das war jetzt so. Wir haben das tatsächlich schon mal vor einer langen Zeit aufgenommen und dann nie wieder wirklich weiterverfolgt.
Deswegen machen wir es jetzt nochmal neu und ein bisschen ordentlicher und ein bisschen auch bis zum Ende. Ja, das war unsere Performance, war eher so. Wir nehmen es jetzt noch ein bisschen anders auf von den Mikrofonen und so, dass es ein bisschen schöner ist. Das wird es dann geben, hoffentlich. Ich kann noch nichts versprechen, aber sollten wir eigentlich übermorgen oder so aufnehmen, ein bisschen. Wäre ganz cool. Lego Herr der Ringe, sehr lustig. Die Lego-Spiele kennt man ja. Sind im Prinzip von der Spielmechanik alle gleich. Also wenn man Lego Star Wars gemacht hat, wenn man Lego Harry Potter gespielt hat, wenn man Lego irgendwas gespielt hat, ist egal, was man da gespielt hat, man kennt es dann irgendwann. Aber es ist trotzdem lustig, vor allem wenn man die Filme kennt, die Vorlagen dafür und dass man dann die ganzen Anspielungen und Sachen und die Geschichtsverläufe da kennt oder halt wiedererkennt und wie die das da verwurstet haben, das ist schon ziemlich lustig. Vor allem bei den Herr-der-Ringe-Teilen man auch so eine riesige offene Welt hat, wo man dann durchlaufen kann und die einzelnen Missionen da starten kann. Deswegen bin ich mal gespannt. Ist eine coole Sache. Und ja, freue ich mich drauf tatsächlich. Auch wenn wir es ein bisschen hergeschoben haben. Sehe ich nicht. Nee, ich habe das gemacht. Das stimmt, weil es ja immer so viele Projekte gibt, die man dann irgendwie zwischendurch nochmal einspielen könnte. Und vor allem gemeinsame Sachen sind immer ein bisschen schwieriger. Da kann man nicht spontan aufnehmen. Ansonsten wenig neue Projekte. Boah, es reicht ja auch, wenn wir da ein neues haben. spontan kann ich noch nicht sagen, was da alles kommt. Das ist halt spontan. Spontan, ist egal. Das kommt dann so, wie es kommt. Wahrscheinlich die nächsten beiden, zwei, drei Tage kommt da nichts, weil ich erstmal wieder die ganzen anderen Folgen auf Vorrat aufnehmen muss. Da habe ich genau gar nichts mehr über. Wobei, ich habe noch eine Spontan-Folge kommt, glaube ich, morgen tatsächlich. Da gibt es nochmal Burnout Paradise. Es gab bisher nur eine. Deswegen gibt es morgen dann die zweite. Ansonsten, Livestreams haben wir gerade gesagt. Montag ja, Donnerstag nein. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Aktuell oder aktuell, wie der moderne Mensch sagt. Mit allen Sachen, die es so gibt. Wow, ist das spannend. Ja. Wie dem auch sei. Genau, wichtige Sache noch. Ihr könnt noch Fragen stellen. So, ich knie mich mal hin hier. Ihr könnt noch Fragen stellen, das ist jetzt ein bisschen persönlicher zwischen uns beiden, ne? Fragen stellen, hatte ich in die Kommentare. Ich werde gepiekst. In die Kommentare schon mal geschrieben, dass ihr das gerne machen dürft. Haben anscheinend nicht so viele gesehen, weil wer liest schon Kommentare, ne? Ja, ich schon. Und zwar hatte ich das zwischendurch ja schon mal gemacht, von wegen, dass ihr Kommentare schreiben dürft und dürft ihr immer sowieso und dass ihr auch Fragen stellen dürft mit Fragen, die ihr an mich habt vielleicht. Wenn ihr Fragen in die Kommentare schreibt, die zum Beispiel an eure Mutter gehen, dann kann ich da meist wenig zu sagen. Deswegen gerne Fragen an mich, falls ihr irgendwas wissen wollt, egal ob die Fragen ernst gemeint oder Quatsch sind oder was weiß ich, wie sind. Irgendwas, was ihr gerne wissen wollt über mich, über meinen Kanal, über Dinge, die ich beantworten könnte eventuell, dann gerne da hinschreiben, werde ich dann hoffentlich wieder regelmäßiger machen. Wie gesagt, gab es ja schon mal eine Weile, dass ich irgendwie 2, 3, 4, 5 Folgen das gemacht habe und gerne dann wieder auch mehr machen möchte. Und deswegen am besten immer unter die letzte Folge dann das schreiben, was ihr gerade fragen wollt, damit die Fragen noch einigermaßen aktuell sind, also maximal eine Woche alt. Wenn der wöchentliche Rahmen regelmäßig kommt und damit ich da nicht immer die letzten 10 Videos durchforsten muss nach irgendwelchen Fragen. Also immer gerne wieder auch, falls sie noch nicht beantwortet wurde und falls ich da nicht irgendwie in Textform schon geantwortet habe, dann auch gerne nochmal unter die neue Folge dann immer drunter schreiben, wöchentlicher Rahmen. Und tatsächlich auch nur unter die Videos, also nicht irgendwo anders im Minecraft Let's Play dann irgendwo drunter schreiben, wie groß bist du? Ja. Oder was weiß ich für Fragen. Was? Wie groß bist du? Ich bin 1,91, war ich mal, als ich noch jung und lebendig war. Jetzt bist du alt und tot. Ich bin alt und lebendig. Nee, könnt ihr gerne machen. Würde mich freuen. Würde auch noch ein bisschen mehr Informationsgehalt bestimmt in die Videos legen. Man hätte ein Thema, dass man auch regelmäßig wirklich einen wöchentlichen Rahmen macht. Falls man irgendwie flauter ist mit neuen Themen und so, dass man zumindest Fragen beantworten kann. Und das war's dann jetzt tatsächlich. Fast wieder 10 Minuten. Es ist schön. Und ich würde sagen, wir machen Schluss. Tschüss. 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 Ich hab gar nichts. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich muss doch noch ausmachen, Mensch. Ey.